Binnen de Männer fein liegen. Ich kann es auch Frauen. Also. Nein. Nicht alle, nicht alle. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin Belinda und ich arbeite an einer Bar. Und trinke gerne Alkohol. Ist Wodka, kein Wein, ja? Also, ich rede heute darüber, über Männer, die Freundlichkeit mit Flirten verwechseln. Selbst wenn du in der Bar am Arbeiten bist, Menschen kommen rein, nein, nicht Menschen, Männer kommen rein. Und du, hallo, wie geht's, was hättest du gerne zu trinken, bla bla bla. Und die verstehen das immer so, oh, sie hat mich angelächelt. Kommst du jetzt schon mehr? Nein, komm ich nicht. Oh, what the fuck, ich habe dich einfach angelächelt, ich schaffe da. Ich schaffe da. Ich muss alle meine Gäste begrüßen, egal ob du der Gollum bist oder Brad Pitt. Ich finde ihn nicht geil, aber ob du Brad Pitt bist. Es gibt sogar manchmal die Typen, die dann sogar Nähe zu dir suchen. Die denken, ich könnte dich so anlangen. Hey, was langst du mich an, Mann? Geh weg von mir. Wenn ich irgendwie Interesse habe an dir, dann schaue ich dich doch auch an. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwie, irgendetwas flirtmäßig muss doch da sein. Meine, wir Frauen können auch einmal freundlich sein, einfach Danke sagen. Hey, mir geht's gut, danke dir auch, was auch immer. Ohne, dass wir das euch geben wollen. Ich weiss nicht, vielleicht provoziere ich es auch mit meinem Aussehen, dass ich, ja, ich habe gemachte Brüste, oh mein Gott, ich will ja unbedingt Sex. Nein, aber ich glaube, schlussendlich hat das jede Frau. Weil schlussendlich habe ich das auch im Trainer. Ungeschminkt. Männer. Nicht alle, nicht alle, nicht alle. Wirklich nur so die. Die Dummen, Mann. Nicht die Dummen, ich bin auch ein bisschen. Ein bisschen dumm. Aber es ist hure traurig, dass man der Männerwelt immer muss sagen, ey, du hast keine Chance. Du kannst mich nicht. Warum muss man das sagen? Schlussendlich ist es normal, dass eine Frau nicht einfach so mit dir. Und die Männer, die manchmal nicht so sind, tun mir schon fast leid. Weil ich meine, Bitch, du kannst gar nicht. Du kannst gar nicht dafür, aber. Alle anderen Männer können etwas dafür und genau wegen ihnen muss ich so mit dir reden, nur damit du checkst. Egal was du machst, du schaust einen Mann nicht an, du bist ein Bitch. Du schaust ihn an, du bist ein Bitch. Du gehst mit ihm heim, du bist ein Bitch. Also eigentlich egal was ich mache, ich bin ein Bitch. Genau darum mache ich einfach was ich will. Bitch.